Hi, Boris hier wieder. Heute ist der Verkaufsstart der 13. Intel-CPU-Generation Raptor Lake. Mein Kollege Marcel hat euch schon vor einigen Wochen vorab sämtliche neuen Features präsentiert. So können wir uns heute rein auf Leistungstests und Vergleiche zur 12. Generation konzentrieren. Los geht's! Ich habe heute meinen Benchtable aus der SI mitgebracht, auf dem wir schon die ganze Woche getestet haben und wir heute auch nochmal live Werte überprüfen können. Im Benchtable verbaut ist die aktuelle Flaggschiff-CPU, der i9-13900KF. Für die meisten von euch ist es sicherlich ein Begriff, aber das K steht hier für den freien Multiplikator, wodurch das einfachste Overclocking möglich ist, und das F steht für die nicht verbaute Grafikeinheit. Neben dem 13900 kommen heute auch noch der 13700 als auch der 13600 auf den Markt. Diese drei CPUs sind alle in einer K- und einer KF-Variante verfügbar. Aber auch die Non-K-Variante als auch die kleineren Modelle werden in Kürze noch angekündigt. Die KS-Serie ist aktuell noch nicht angekündigt, aber wir hoffen natürlich, dass sich das Spitzenmodell aus der 12. Generation auch noch in das Line-Up gesellen wird. Neben der allgemeinen Leistungssteigerung fällt vor allem die Verdopplung der E-Kerne als auch die Verdopplung des L2-Caches ins Auge. Die Verdopplung der E-Kerne ist hier besonders interessant für Creator, da hier häufig parallel mit mehreren Anwendungen gleichzeitig gearbeitet wird und dadurch ein weitflüssigeres Arbeiten möglich ist. Die Verdopplung des L2-Caches ist besonders für die Spiele-Performance interessant, da die CPUs jetzt auf doppelt so vielen High-Performance-Speicher zugreifen können. Aber für alle weiteren Informationen könnt ihr gerne nochmal in dem Video von Marcel nachschauen. Heute geht es rein ums Benchmarken. Dafür haben wir hier auf unserer Testbench nicht nur den 13900KF installiert, sondern auch 32 GB DDR5 Trident Z G-Skill RAM und eine 4090 von Asus. Also, los geht's mit dem Testen. Wir haben letzte Woche schon auf dieser Testbench den 12900K durch all unsere Tests laufen lassen und dort Werte gesammelt. Jetzt live werden wir den 13900K in allen Tests nochmal durchlaufen lassen und dann die Werte miteinander vergleichen. Wir starten hier direkt mit einem Cinebench, einem synthetischen Benchmark für Multicore-Performance. Hier können wir sehen, wir erreichen 15.210 Punkte. Das vergleichen wir jetzt einmal mit dem 12900K und dort sehen wir, wir erreichen 10.806 Punkte, also ca. 50% mehr Leistung als in der Vorgängergeneration. Das können wir auf jeden Fall hauptsächlich den erhöhten Taktraten und der Verdopplung der E-Cores zusprechen. Machen wir direkt mit TimeSpy weiter. Im TimeSpy Extreme interessiert uns wirklich nur der CPU-Score. Der 13900KF erreicht dort 13.331 Punkte. Lass uns mal direkt schauen, was der Vorgänger dort erreicht. Der 12900K erreicht hier 9.746 Punkte. Also haben wir auch hier einen deutlichen Leistungszuwachs. Wir können also in beiden Tests sehen, dass die Multicore-Performance deutlich angewachsen ist. Das ist besonders interessant für Content-Creator oder 3D-Artists, da beim Rendering die CPU bis zum Anschlag ausgelastet ist. Aber wie schaut es eigentlich beim Gaming aus? Lass uns da direkt einmal reinschauen. Starten wir mit Cyberpunk 2077, einem sehr beliebten Benchmarking-Game. Sämtliche Game-Benchmarks haben wir auf minimalen Details und 1080p getestet, um sicherzustellen, dass wir auf keinen Fall in ein GPU-Bottleneck laufen. Die Frames bewegen sich zwischen 90 und 280 Frames. Im Durchschnitt erreichen wir 220 Frames. Wenn wir das im Datenblatt mit der Vorgängergeneration vergleichen, haben wir ca. 9% mehr Leistung. Machen wir direkt weiter mit Forza Horizon 5. Ich werde hier nicht mehr auf jedes einzelne Detail eingehen, aber wir können sehen, dass wir mit dem 13900KF im Durchschnitt ca. 405 Bilder erreichen. Der 12900K erreicht hier an gleicher Stelle nur 350 Bilder die Sekunde. Also glatt 50 Bilder mehr mit der neuen Generation. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Gehen wir nun weiter zum Microsoft Flight Simulator. Wir haben hier als Testszenario den Entdeckungsflug über Manhattan gewählt. Mit dem 13900KF erreichen wir hier im Durchschnitt 146 Bilder die Sekunde. Mit dem 12900K waren das nur 134. Kommen wir zu guter Letzt noch zu CSGO.
einem Spiel, wo wir sicher sein können, dass die CPU weit mehr ausgelastet sein wird als die Grafikkarte. Wir können mit dem 13900KF im Durchschnitt 827 Bilder sehen. Wo ich aber ein besonderes Augenmerk drauf legen möchte, sind hier die maximalen Frames. Wir haben genau 1337 Frames erreicht. Der 12900K liegt hier nur im Maximalen bei 1250 Frames und im Durchschnitt bei 758 Frames. Wie unsere Tests gezeigt haben, hat die Erhöhung der Taktraten als auch die Verdopplung der E-Kerne und des L2-Caches zu Leistungssteigerungen in allen Bereichen geführt. Besonders freuen können sich Content-Creator und Kreative, da die beinahe 50% erhöhte Multicore-Performance eure Arbeit um einiges erleichtern wird. Falls ihr noch weitere Fragen zu der 13. Intel-Generation habt, packt mir die einfach in die Kommentare und ich werde sie so schnell wie möglich beantworten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video. Besonders würde ich mich über ein Abo freuen und das war's von mir heute. Ciao, euer Boris.